Flasche. Moment, ich muss mal das Fenster dazu machen. Da bin ich nochmal. Ich muss das Fenster ein bisschen auflassen, weil hier ist eine Bullenhitze. Wir haben dabei 10 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Rückweg vom Vielmann. Und ich muss weinen. Also ich kann jetzt mein Brill abgehen, die Anna. Und muss einen Haufen Geld bezahlen, ne? Ja, ich glaube, ich muss noch ein paar Päckchen verkaufen. Ich kann nicht mehr, die nämlich nicht leichter klappen. Sonst muss ich dort 5 Jahre lang putzen oder so. Ja. Jetzt bin ich auf dem Rückweg. Ich wollte auf dem Weg daher schon filmen, aber dann hat der Halter da gewackelt wie ein Kuhschwanz. Ne? Da habe ich gedacht, da kann ich ja keine Menschen antun. Ne? Ja. Und dann muss ich hier noch aufpassen auf irgendwelche Blitzer, ne? Die mich nochmal erwischen wollen, wie ich rase, wie ich putze. Und Handlenkrad mit dem Gesicht. Naja. Am frühen Morgen, ne? Ja, so ist das. Jetzt bin ich auf dem Weg zurück. Ich da wollte ich. Sorry. Oh. Oh mein Gott. Bin ich jetzt eher noch so spät gekommen? Weil da hinten die Ortsdurchfahrt gesperrt ist. Ich schlaues Kind, jetzt fahre ich genau nochmal in die Richtung, ne? Oh Herrgott, ich hoffe mir Arbeit, ne? Ich weiß euch nur. Ich muss jetzt mal gucken. Muss wahrscheinlich gleich auf die Autobahn fahren. Obwohl ich da ja gar keine Lust drauf habe, ne? Das ist nicht so meins, ne? Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen, obwohl ich Fenster aufhabe. Aber ohne. Oh Herrgott! Gehe ich ja kaputt. Ich glaube, ich muss mal das Gebläse da anmachen, ne? Ich glaube nämlich, mein Auto hat zu wenig Wasser. Ich müsste mal nachher noch Wasser gucken, weil die Temperatur geht ziemlich hoch. Und das passt mir so gerade gar nicht, ne? Oh, ich halt doch. Oh. Ich bin froh, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe, ey. Ganz ehrlich, ne? Dann gänge ich ja jedes Mal in die Nerven, wenn die doch schreien wie die Wilde, ey, ne? Gestern ist das Nils hier zu uns gekommen. Das Nils hier hat dann die ganze Zeit mit seinen Lego-Maniato gespielt, ne? Und hat aber dann den Kinderkanal angehört im Hintergrund. Ne? Und ich habe daheim, also äußerst selten nur noch das Fernseher. Oh, da fahr doch mal schneller, ey! äußerst selten nur noch das Fernseher an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ich jetzt bei Rotrock fasse. Also äußerst selten noch Fernseher an, weil ich kann deine ganze Yacht im Hintergrund, ne, nicht mehr so ertragen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Da tut mich wirklich. Jesus, nee, ey. Oh Scheiße, am frühen Morgen schon, ne? Wenn ich schon alte fluche wie so Schirmeflicker, ey. Ja, ich kann halt irgendwie nicht mehr so haben im Hintergrund, ne? Ganz ehrlich, ne? Wenn ich, da hatte ich den ganzen Tag, ne? Hat der dann, das, weißt du, da mit Travis gespielt und hat dann ab und zu, also, oh mein Gott. Also, das Fernseher hat mich richtig genervt, ne? Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich da damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, ich war dann nachher viel zu genervt, wie dem Fernseher halt. Ja, da habe ich dann kein Video mehr gemacht. Ich hatte es eigentlich noch vor. Ja, aber naja, wie das also mal so ist, ne? Ich habe ja Überraschungspäckchen gekriegt, das wollte ich ja noch abfilmen. Ich habe dann auch gestern noch die Versenderin gefragt, ob ich das darf. Na, ich meine, jeder will haben, dass er Sachen gefilmt kann. Ne? Und gibt jetzt auch Sachen, die filme ich von mir aus jetzt schon mal nicht, weißt du, weil ich keinen Bock habe auf blödes Gespräch, ne? Ich schuhe ein bisschen komisch, ne? Ja, aber jetzt mit der Brille da, wirklich, ich habe dann am Schluss eigentlich noch die Brille angezogen und habe sie gezeigt, ne? Und dann sagt sie, ja, die steht ihnen viel, viel besser, die macht das Gesicht viel weicher, ne? Also, das ist viel femininer.
sich heraus wie dumm. Ja. Da bin ich mal gespannt. Aber wirklich, jetzt muss ich Päckchen verkaufen. Ja, das hat keinen Wert. Ne? Also anders kriege ich das noch nicht auf die Apple. Ne? Ja. Oh, hat der Heiko. Der Heiko wird jetzt sagen, oh, stell dich mal zwei Tage aus der Brücke, was? Ja. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob man mich richtig hört und so weiter. Aber ich glaube, ich filme daheim nachher jetzt weiter. Da ist jetzt nur mal ein kleines Update, dass ich jetzt von Fehlmann heimfahre, aus Saarlouis, 30 Kilometer fahre. Weiß ich gar nicht, auf welche Autobahn ich da drauf fahren muss. Oh nee. Auf welche Autobahn muss ich denn jetzt? Sicher. Ich hock's. Ich habe gar keinen Bock auf scheiß Autobahn, ne? So wurscht. Da hat er jetzt Lebach gestanden, oder nicht? Oh, leck. Da wird noch mal was. Ich hätte ja keine geradeausfahren. Die sind ja alle geradeaus gefahren. Scheiße. Oh, jetzt fahre ich auf die Autobahn. Oh, nee. Wie doof kann man dann sein, ne? Ich bin da noch blöder, wie ich aussehe. Ich fahr direkt deine Nummer ab, ey. Oh, da kommt dann noch ein LKW. Ja, fahr ich grad noch mal ab. Siehst du, ich mache immer nur Scheiße. Das ist unfassbar, ne? Katastrophe, ich sag's euch schon, ne? So, ich filme gleich weiter, daheim, vielleicht.